Was wollen Sie von mir? Ich... Schnauze. Zeig uns den Tresor. Ist kein Geld drin? Ach, halt die Klappe. Ich hab kein Geld. Aufmachen. Gibt's doch nicht. Ist doch wohl nicht wahr. Der hat doch wohl nicht mehr alle. Komm, wir hauen ab. Und jetzt? Was und jetzt? Bist du verrückt? Wenn kein Geld drin ist, passiert gar nichts. Los, sammel die Listen ein. Wozu denn? Ach, was weiß ich. Nimm sie mit. Raus hier. Stehen bleiben. Grau war das Auto. Grau. So ein schmutziges Grau, wissen Sie? Und? Ja, ein bisschen verrostet war das Auto. Und die beiden Burschen? Ja, die habe ich ja nur von hinten gesehen, weil das Auto nämlich verkehrt rum reingefahren ist. Aber das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Ja, ja. Von den Burschen, da habe ich mir nichts gemerkt. Gar nichts? Ich habe ja nur von hinten gesehen. Ah ja, das sagten Sie schon. Und vom Auto, was haben Sie da noch gemerkt? Kennzeichen? Fabrikat? Ja, oder sonst irgendetwas? Grau war's. Danke. Bitte. Ja, was sagt denn jetzt die Frau Walter? Kennzeichen, Fabrikat, Baujahr. Grau. Was? Grau war er. Ein Schuss. Einmal haben Sie geschossen, Herr Wolf. Als ich 12 war, konnte ich besser schießen als lesen und schreiben. Es war die Zeit so da. Aber Sie waren gar nicht mehr bedroht, als die beiden da unten wegrannten. Nein, Herr Doktor, ich kann zu Fuß zum Wagen. Danke, ist schon gut. Vielen Dank. Sie waren gar nicht mehr bedroht. Wissen Sie nicht, wie sowas geht, mein Gott? Nein, das weiß ich nicht. Da ist diese Wut, diese Ohnmacht und die Benommenheit. Dann ist das auf einmal wie ein Reflex. Man greift zur Waffe. Obwohl Sie gar nicht mehr bedroht waren.
Ich möchte Sie bitten, aufzuhören. Ich muss Herrn Wolf jetzt ins Krankenhaus bringen. Eine Frage noch, Herr Doktor, ja? Was haben die beiden denn nun mitgenommen aus dem Tresor? 300.000. 300.000? Etwa 300.000. In allen möglichen Scheinen. Sonst noch was? Was sonst noch was? Ja, ob Sie sonst noch was mitgenommen haben? Nein, nichts weiter. Hey, ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Das Schwein. Das gottverdammte Schwein. Ich bring ihn um. Los, fahr mich zu deiner Schwester. Bist du verrückt? So schnell kannst du gar nicht denken, wie die uns da pfiffen hat. Keine müde Mark im Tresor. Vielleicht hat Werner gedacht, wir legen seinen Alten auch so um. Der spinnt, der Mann, der hat sie nicht mehr alle. Ich verblute. Ich dachte, du bist mein Freund. Ich brauche einen Arzt. Reiß dich zusammen, Mann. Die Blumen lassen herüber. Dein Vater ist was passiert. Was? Dein Vater ist was passiert. Du sollst ins Krankenhaus kommen. Ins Krankenhaus? Ja, in die Steinhauser Klinik. Nun mach schon. Ich passe hier so lange auf. Immer wiederkommen nicht vergessen. Der kommt wieder. Keine Sorge, der kommt wieder. Bring mich nach Hause. Bist du verrückt? Auf sowas wartet dein Vater doch bloß. Nee, nee. Wenn's ruhig ist, bring ich dich nach oben. Werner muss dir helfen. Er muss. Er hat dir das angebrockt, die Drecksau. Bisschen wenig Spuren, findest du nicht? Von der Fahndung kann gar nichts kommen. Grau ist keine Beschreibung für ein Auto. Das hast du schön gesagt. Was macht denn der Brenner? Der Brenner, der sucht nach einem Jungen, der gesehen haben soll, wie die beiden weggefahren sind. Das hast du auch schön gesagt.
Habt ihr im Hof eine Kugel gefunden? Nein. Das ist doch wenigstens etwas. Was? Was? Wieso ist das jetzt etwas? Pass mal auf, der hat gesagt, er hat geschossen. Und da hat der eine sofort gehumpelt. Also wahrscheinlich ist das ein Steckschuss. Das hält er doch nicht lange durch. Da musst du die Kugel rausoperieren lassen. Wenn das Profis wären, da wüsste ich, wo die hingehen. Ja, ja, aber die müssen schon auch wohin, ne? Die brauchen einen Arzt. Lass mal unsere Doktores überwachen. Die vier, die in Frage kommen, damit die gar nicht erst in Versuchung geraten. Weißt du schon was von dem Wolf? Ja, vor 10 Jahren geschieden. Die Frau ist in eine andere Stadt gezogen. 2 Töchter, verheiratet, leben sonst wo. Und ein Sohn, mit dem er sich auch nicht gut verstanden hat. Der ist vom Vierteljahr ausgezogen. Ansonsten, ja, unauffällig, ne? Vertreibt Filter. So Filter für große Wassermengen, Brauereien, Zuckerfabriken und so weiter. Ach, ich glaube, jetzt sind wir schon zu weit. Ja, hier ist es. Sekunde. So. Ist der vorbestanft? Nein. Ja? Guten Tag, Herr Wolf. Grüß Gott, Herr Wolf. Guten Tag. Na, wie geht's Ihnen denn? Ach, danke. Ich habe eine Gehirnerschütterung und bin genäht worden. Sie sind hart im Nehmen. Ich war ein paar Jahre bei der Fremdenlegion, da lernt man sowas. Herr Wolf, es geht um Folgendes. Wir brauchen eine genauere Beschreibung der Täter. Eine genauere, als Sie sie uns vorhin gegeben haben. Ach, noch was, wegen des Geldes. Sind Sie versichert? Ja. Sie wissen, dass das nicht so einfach ist mit den Versicherungen, bis die zahlen, nicht? Die wollen Zeugen und Unterlagen und so weiter und so weiter. Zeugen? Zeugen habe ich. Meine Sekretärin. Und wo war die heute? Dienstagnachmittag hat sie frei. Da ist sie in der Sprachenschule. Herr Wolf, ist Ihnen klar, dass ich mir auch über Sie Gedanken mache? Das verstehe ich nicht. Ja, sehen Sie, das ist mein Beruf, mir auch über Sie Gedanken zu machen. Das verstehe ich. Bleiben Sie ruhig hier. Mein Sohn. Wie kommst du hier? Jemand hat im Kino angerufen. Wer jemand? Weiß ich doch nicht. Wollen Sie nicht wissen, was passiert ist? Was ist denn passiert? Herr Wolf, wollen Sie ihm so nicht sagen? Ich bin überfallen worden. Von 2 jungen Burschen. Mit einer abgesägten Schrotflinte. Und? In meinem Büro. Sie haben mich gezwungen, den Tresor aufzumachen. Dann haben Sie 300.000 Mark mitgenommen. Tut mir leid. Es tut dir nicht leid. Muss zur Arbeit. Wo arbeitet er? In einem Kino. Alhambra, in der Waldstraße. Er hasst mich. Warum hasst er Sie? Fragen Sie mal einen in seinem Alter, warum er seinen Vater hasst. Sie hassen ihn auch. Sie wollten doch eine genauere Beschreibung. Können wir nicht damit anfangen? Ich habe Kopfschmerzen. Ja, in welcher Stadt lebt eigentlich Ihre Frau? Meine Frau hat vor 4 Jahren Selbstmord begangen. Was sollen diese Fragen? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich interessiere mich für Sie. Oder? Auch für Sie. Bitte lass es dir doch erklären. Erklären, erklären. Impi! Ich habe gesagt, deine Erklärungen interessieren mich nicht. Ich muss es dir aber erklären. Ich will nicht. Kriegst
du das nicht in deinen Polizistenschädel rein? Man wird versuchen, mich zu erpressen. Man wird versuchen, mir Frauengeschichten anzuhängen. Die hast du doch dauernd. Denkst du, ich weiß das nicht? Sie wollen mir irgendeinen Dreck anhängen. Bitte hör mir zu. Es ist wichtig für uns beide. Was ist denn noch Weiber? Für uns beide? Meine Liebe zu dir, Tippi. Dann versuch, deine Weibergeschichten nicht mit irgendeiner Erpressung zu kaschieren. Hör mal, Ille. 4.9. 32 Kisten Handgranaten von Genua nach Afrika mit Küstenmotorschiff Angel. Gefahren als Abwickler. Provision Dollar 25.000. Hol mir was zu trinken, bitte. Ich hab so einen Durst. Bitte. Ich kenne Krankenschwester. Die hole ich, wenn wir oben sind, ja? Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass du bitte sagst. Ich glaube, ich muss sterben. So schnell stirbt man nicht. Haben Sie eine Ahnung, auf was das Ganze rausläuft? Frag mich mal was Leichteres. Wieso haben Sie jetzt immer einen Schal um? Neuralgie, Schmerzen. Waren Sie schon beim Arzt? Aber um deine Frage zu beantworten, auf eine Tragödie läuft das raus. Das ist eine Vater-Sohn-Geschichte. Pass mal auf. Was ist? Irgendwo müssen wir ja anfangen. Die Sekretärin. Sieh mal zu, ob du die Sekretärin auftreibst. Und wohin soll ich die dann bringen? Das Präsidium? Nein, Gerd. Leute immer dahin bringen, wo was passiert, womit sie nicht rechnen. Leute mit Leuten konfrontieren. Mit Situationen. Vielleicht provozieren die beiden sich gegenseitig so etwas. Ja, ja. Bring mal die Sekretärin ins Kino. Entschuldigen Sie, sind Sie von dem Kino hier? Das ist mein Kino. Köster ist mein Name, Kriminalpolizei. Arbeitet bei Ihnen ein Werner Wolf? Ja. Ille! Die ersten Bullen. Ich werde wahnsinnig. Ich werde so lange fragen, wie ich will. Und Sie werden so lange antworten. Was ist das? Herr Wolf. Ja. Das war für Sie verhören, oder Mike? Wir kennen uns ja schon, ne? Mike und Hammett hassen. Doch, Sie verstehen es. Und
Das ist der Unterschied. Ein Krimi, genau, ja? Das ist der Unterschied. Also, Franka, am Dienstag, den 24. Wohnen Sie auch hier? Haben Sie das Haus verlassen? Ich? Ja, Sie. Das haben Sie bei Ihrer ersten Vernehmung auf dem Recht. Haben Sie keine Freunde? Haben Sie mir eingeredet? So kommen wir nicht zusammen, Freundchen. Das ist ganz schlecht für Sie. Ich muss mich eigentlich reinziehen. Ich will meinen Rechtsanwalt haben. Okay, Sie kriegen Ihren Anwalt. Aber das sage ich Ihnen. Ich werde meine Hand nicht mehr übersehen. Ihr Vater hat einen der Täter angeschossen. Was geht mich das an? Was ist, wenn Sie was wollen, dann sagen Sie, was Sie wollen. Wer wird mich gegen die Lassen Sie mich in Ruhe. Wer? Sie? Ja, ich. So traurig wäre, müsste ich jetzt lachen. Ein mieser kleiner Bulle wird sich den Rest meines Lebens gegen die Organisation schützen. Und das mit dem bisschen Geld. Ich muss mit Ihnen reden. Das hat mit Geld nichts zu tun. Gibt nichts zu reden. Oh doch, mein Lieber. Die Organisation wird Sie genauso umbringen wie mich. Ich will jetzt nicht. Warum sind Sie von zu Hause ausgezogen? Halt. Wann haben Sie denn an diesem Dienstag? Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Vater lügt? Gar nicht. Dass da gar kein Geld in dem Tresor war? Ich kann auch anders. Na, dann schlagen Sie mich doch. Ich kann eine Frau nicht. Er hat einen der beiden angeschossen, obwohl der ihm gar nicht mehr schaden konnte. Ich hab Toni. Ich bin der 22. Wer? Davon sind 20 Kriminelle. Wissen Sie, was der macht? Sie sind der Bullen eingeredet, dass Sie müssen. Er verschiebt Waffen nach Afrika. Darum sollten Sie sich der kümmern. Der Halbaffe, der im Auftrag von Erlauf... Das werden wir tun. Na, fragen Sie mich doch mal, ob ich die beiden angestiftet habe. Warum fragen Sie nicht? Wenn ich begegnen wollte, sollte ich sogar 10 in Zero auftauchen. Ich habe mir schon oft vorgestellt, umzubringen. Was wollten Sie von Al Massin wissen? Oft. Sie fragen mich wie der erste Mensch. Es geht um meine Schwester. Warum fragen Sie nicht? Ich will wissen, wo sie abgeblieben sind. Haben Sie die beiden angestiftet? Ich frage trotzdem so und nicht anders. Und eine Zigarette. Schade, dass wir uns nicht eher begegnet sind. Was werden Sie erst sagen, wenn Sie mich einsperren müssen? Ich glaube nicht, dass wir... Was will die hier? Ich soll abhauen! Ich verpiss dich, du Schlampe! Ich bin die Einzige, die euch was über den Aufbau der Organisation erzählen kann. Schauen Sie dem zu, dass Hallo. Er die beiden angestiftet hat, seinen Vater umzubringen. Aber ich habe was dagegen. Bestellen Sie das Ihrem Chef. Das Ding wird auf allerhöchster Ebene gespielt. Und wenn ich das Ergebnis am Ende verantworten soll, dann muss ich auch entscheiden, was passiert oder nicht passiert. Und hiermit entscheide ich, dass ich die Vernehmung alleine durchführe. Macht sich doch schon ins Hemd, wenn sich sein Vater nur räuspert. Tut sie das. Hi. Was ist mit dem Geld? War das Geld im Tresor? 300.000 waren den ganzen Tag im Tresor. Sind Sie jetzt zufrieden? Haben Sie was mit Werner Wolf? Oder hatten Sie was mit ihm? Ein Verhältnis. Oder mit seinem Vater. Vielleicht mit seinem Vater. Ich werde überhaupt nichts mehr sagen. Jedenfalls nicht ohne einen Rechtsanwalt. Das ist gut. Gehen Sie morgen zur Arbeit? Warum nicht? Auch ohne Herrn Wolf? Auch ohne Herrn Wolf. Bernd. Ja?
Bleib nicht so lange. Nein. Du bleibst wieder da. Ich hab Angst. Du kommst jetzt mit runter und guckst dir an, was du angerichtet hast. Und dann gebe ich Ele die Knarre und dann macht er dich alle. Ille. Ille, ich. Ille. Er ist tot. Ille. Mensch, Ille, was machst du denn für einen Scheiß? Falk wird die Bullen rufen. Das wird er nicht tun. Warum nicht? Ist doch ganz einfach. Du wählst ihm einmal mehr deinen Arsch hin. Fahr raus aus der Stadt. Ein feiner Kumpel. Ich hätte wissen müssen. Deinen Alten soll man wegputzen. Und dann ist kein Geld im Tresor. Gar nichts. Nur die dämlichen Listen. Heraus aus der Stadt! Ich hätte wissen müssen, dass du ein Schwein bist. Raus aus der Stadt!
Endstation. Aussteigen. Los. So, mein Junge. Spuck's aus. Knete. Hab nix. 300.000 waren drin. Nix war drin. Nur die Listen. War immer was drin. Ich krieg die Hälfte. Es war abgemacht. Jetzt pass mal auf, du. Von nix kannst du nicht die Hälfte kriegen. Ich werde dich totschlagen. Dann hast du alles. Bleib stehen. Drück doch ab. Na los, du Sau, drück ab. Ist nämlich gar nicht geladen. Und dann hab ich dich. Vielleicht hätten wir das Ganze verhindern können. Wie verhindern? Wenn Frau Walter sich mehr gemerkt hätte, als dass der Wagen grau war. Hast du Kötter schon benachrichtigt? Lass ihn doch noch schlafen, es ist 6 Uhr morgens. Ja, was habe ich davon? Gar nichts habe ich davon. Herrgott, die Spurensicherung braucht ihre Zeit. Ja, aber wie soll ich weitermachen? Was habe ich? Ich habe einen alten Kapitän, einen alten gestohlenen Wagen und darin ist die Leiche von einem jungen Mann, den keiner kennt und von dem wir nichts wissen. Also was soll ich damit anfangen? Aber ich sag dir, da kommt noch was. Irgendeine Katastrophe liegt da noch in der Luft. Also Gerd, was meinst du? Wie soll ich weitermachen? Ja, Sie könnten ja schon mal mit Hypothesen anfangen. Das können Sie doch so fein. Jetzt soll ich lachen. Hahaha. Ha, ha. Naja, war auch nicht so gut. Stell mal eine Wache ab zu dem Herrn Wolf ins Krankenhaus. Was weiß ich, was da noch kommt? Profis kann man ausrechnen, aber die beiden sind keine Profis. Die vom Überfaller sind Flippis. Oder Chaoten oder was weiß ich. Das war jetzt auch noch keine Hypothese. Du Komiker. Störe ich? Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja sowieso nichts vor. Also, dann möchte ich mal von vorn die ganze Moment, Geschichte... Moment. Eigentlich ist der Überfall doch merkwürdig gelaufen, nicht? Die schlagen den nieder, der steht wieder auf, nun schießt der Wolf und dann ist der Junge tot. Also hat doch der Wolf wahrscheinlich den Auftrag zu dem Überfall nicht gegeben. Da müsste er ja bescheuert sein, nicht? Kommt als nächstes der Sohn in Frage, der ihn hasst. Kann doch sein. Ja, kann sein. Weiter. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Der Flippi, der übrig geblieben ist, kommt wieder, um seinen Kumpel zu rächen. Oder der Sohn geht jetzt selbst auf den Vater los. Und die Sekretärin? Die Sekretärin hat... Moment, sei mal ruhig. Einen Moment ruhig. Ich nehme an, die Sekretärin ist die Freundin vom alten Wolf und der junge Wolf war da auch mal dran. Und wenn das stimmt, dann ist das eine Wurzel der Tragödie. Jungs, und jetzt gehen wir an die Arbeit. Moment, wir müssen auf den Brenner warten. Ah ja. Der ist auch nicht mehr so schnell wie früher. Der Brenner? Der Fahrstuhl. Entschuldige, Martin. Wir haben dich vorhin gar nicht zu Wort kommen lassen. Wir? Da muss ich aber lachen.
Ach ja, das war ausschließlich meine Schuld. Also darf ich jetzt auch mal was sagen? Ich glaube, es ist ganz wichtig. Ja, hat er einen Waffenschein? Wer? Der Wolf. Ist der Alte oder der Junge? Der Alte. Ja, hat er. Also gegen ihn ist ein paar Mal ermittelt worden. Wegen Waffenschiebereien nach Afrika. Aber man konnte ihm nie etwas nachweisen. Die Kollegen meinen auch, er wäre der kleinere Fisch in der Sache. Und dann ist zweimal auf ihn geschossen worden. Einmal hat der Vater Anzeige gegen den Sohn erstattet. Später hat er die Anzeige wieder zurückgezogen. Was ist mit dem Sohn? Na, er ist in kleinere Dealereien verwickelt mit einer Clique. Aber ermittelt wurde gegen ihn noch nicht. Clique? Hast du gesagt Clique? Ja, habe ich gesagt. Hast du es gehört, Gerd? Ja, ja, habe ich gehört. Und? Geh zurück, Martin, stell den Namen fest und genau da fängst du an. Was ist mit der Frau? Was für eine Frau? Naja, die Sekretärin da, diese Dings, seine Sekretärin. Sie ist die Freundin von ihm. Was ist? Sie ist wirklich die Freundin von ihm. Von wem? Na, von dem alten Wolf, sagte ihre Mutter. Also? Ja, aber mit dem Jungen hat sie auch was gehabt, sagt ihre Mutter. Na, das war doch also gar nicht so schlecht. Was ist nicht so schlecht? Meine Hypothese. Also jetzt wirklich an die Arbeit. Also, wie gibt's denn, bis 12 nicht da ist? Zwei Jahre. Scheiße, Mensch. Ich will dir doch nichts. Du kannst jetzt die Kohlen verdienen. Er liegt in der Steinhausener. Du legst ihn um und kriegst die Kohle. Okay? 100.000. Wie soll das denn gehen? Woher hast du denn die Kohle? Die Listen, Mann. Die Listen. Verstehst du? Die will mein Alter wiederhaben. Ich erpresse ihn. Um 12 bringt mir seine Tipse 200.000 in bar. Ist das nichts? 200.000. Für die Listen. Um eins kannst du ihn umlegen und du kriegst die Hälfte. Okay? Okay, okay. Aber wenn du mich verarschst, nochmal überlebst du das nicht. Okay, okay. So. Jetzt lässt du die Mühle an und rollst langsam vom Parkplatz runter. Und schön nach vorne bleiben, Bernd. Klar? Ja. Müssen Sie alles selber putzen, Herr Falk? Alles selber wischen? Als Direktor? Keine Leute, der Vorführer macht ja sowas nicht. Der Vorführer, ja. Ist Ihnen an dem in den letzten Tagen was besonders aufgefallen? Nein. Oder vorher? Nein. Hat er Freunde? Richtigen Freund? Richtigen Freund hat er gar keinen. Freundin? Ja. Da war mal was, da ist er seinem Vater ins Gehege gekommen. Ah ja. War der gestern Abend nach der Vorstellung? Ja. Bis Mitternacht hier? Ja, da war hier. Woher wissen Sie das? Wir haben zusammen die Abrechnung gemacht. Ah ja. Ist er jetzt hier? Und
dieser Zeit hat mein Vater als Abwickler in Provision gearbeitet. Der Abwickler begleitet Schiffe und Waffen an den Auftragsort. Er übergibt und kassiert, bringt das Geld zurück und liefert ab. Fünftens. Herrn Dr. Wagner, bitte. Dr. Wagner? Ja, bitte. Wieso werde ich nicht verständigt, wenn hier bei mir von der Polizei Wachen aufgestellt werden? Vielleicht will ich das gar nicht. Moment, Moment. Ich will ja mit Ihnen reden. Nachdem Sie die Wachen aufgestellt haben. Ich werde mich über Sie beschweren. Ja, bitte tun Sie das. Ach, übrigens, Ihre Freundin ist verschwunden. Es wäre vielleicht besser, wenn Sie wüssten, wo sie ist. Welche Freundin? Herr Wolf, jetzt lassen wir das mal, ja? Ihre Sekretärin. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wir haben den Jungen gefunden, den Sie angeschossen haben. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank? Er ist tot. Er ist an seiner Verletzung gestorben. Darum haben wir jetzt auch die Wachen hier. Deswegen. Was heißt das? Für mich. Was? Ach, Sie meinen, dass er tot ist? Ja. Ja, es wird Anzeige gegen Sie erstattet, aber das hätten wir sowieso gemacht. Jetzt wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Weiß Ihr Vater, dass Sie alles über ihn wissen? Ja, weiß er. Wie sind Sie da rangekommen? Na, sie hat's mir erzählt. Wer ist sie? Na, sie. Karin. Ach, Sie waren mal befreundet mit ihr. Ja, war ich. Stimmt das eigentlich, dass Sie auf Ihren Vater geschossen haben? Erst auf mich, als er wusste, dass ich alles über ihn weiß. So eine Waffenschieberei. Das ist nicht Ihr Ernst. Na klar. Hab sogar einen Zeugen. Wen? Bernd. Bernd. Und weiter? Weiter weiß ich nicht. Sie wünschen? Ich möchte zu Herrn Wolf. Herrn Wolf? Ja. Moment mal. Da haben wir drei. Wissen Sie seinen Vornamen? Gerhard. Ist das der überfallen worden ist? Genau. Sie fahren in den zweiten Stock. Mhm. Dann links und wieder links.
Zimmer Nummer 220. 220, danke. Die ganze Familie zerstört. Alles, was ihn interessiert hat, war Macht und Zerstörung. Was würden Sie sagen, wenn er sich bei Ihnen entschuldigt? Das verstehe ich nicht. Würde er nie tun. Also ich will Ihnen mal was sagen. Ich glaube, dass Sie die beiden geschickt haben, um ihn umzubringen. Wollen Sie nicht antworten? Man muss ihm alles Geld abnehmen. Alles, was er mit seinen dreckigen Geschäften verdient hat. Das ganze Geld. Was würden Sie mit dem Geld machen? Na? Was? Ich würde nach Afrika gehen. Ich würde den Schwarzen das Geld wiedergeben. Versuchen, wieder was gut zu machen. Für die sozial Schwachen arbeiten. Helfen, Wasser zu suchen und Brunnen bohren, wo die Dürre ist. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Diesen Idealismus nehme ich Ihnen nicht ab. Sie haben sehr viel Ähnlichkeit mit Ihrem Vater. War das eben ein Geständnis? Nee. Kann ich das mitnehmen, was Sie da geschrieben haben? Nein. Ich bin noch nicht fertig. Na gut. Ich komme dann wieder vorbei und hol's mir ab, ja? Bis dann. Fallen lassen. Gehen Sie an die Wand. Leute habe ich selber, da brauche ich Sie nicht dazu. Also es sind mindestens drei Männer für das Kino nötig. Und wenn der Junge rauskommt, gleich dranhängen. Und immer Kontakt mit mir. Keine Angst, ich kann das schon vor dem Chef verantworten. Danke. Ende.
Ja. Wir haben einen erwischt, der wollte unseren Mann im Krankenhaus umbringen. Aber noch schlimmer ist, unser Mann ist weg. Er ist einfach verschwunden. Das ist ja Wahnsinn. Nein, nein, das stimmt. Also du und zwei Leute sofort ins Kino, ja? Aber schnell, danke, Ende. Die Unterlagen raus. Die Listen. Und das, was du beschrieben hast. Nichts kriegst du von mir. Gar nichts. Du hast doch wohl nicht geglaubt, dass ich Karin herschicke. Mit 200.000 Mark. Hast du wohl nicht. Was? Du hast schon lange keine Macht mehr über mich. Schon lange nicht mehr. Mein Gott. Da steht so ein kleiner, mickriger Kiffer, ist mein Sohn und will sich aufspielen. Dabei stirbt er vor Angst. Gib die Sachen her. Nee. Du musst mich schon erschießen. Das werde ich auch. Tust doch! Sowieso das Beste. Will ich der Sohn von so einem Vater sein? Ich schieße. Schieß doch! Drück doch ab!